Ja, vielen Dank für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin. Und ich denke mal, ich werde Ihnen heute auch unsere eigene Forschung präsentieren. Ich werde Ihnen aber ein bisschen mehr versuchen zu präsentieren, nämlich ich möchte Ihnen erklären, ganz allgemein, was man eigentlich mit Röntgenstrahlung alles machen kann. Vielleicht alles auch mehr, als Sie denken. Und deswegen ist das der Plan, den wir vorhaben. Und ich möchte vielleicht zunächst auf diese Deutschlandkarte verweisen. Da sehen Sie nämlich die stärksten Röntgenquellen, die es in Deutschland gibt. Die gibt es an den großen Helmholtz-Zentren in Hamburg am DESI, in Berlin am Helmholtz-Zentrum Berlin, die Quelle Anker am KIT, am Karlsruher Institut für Technologie. Es gibt die europäische Synchrotronstrahlungsquelle, an der Deutschland zu ungefähr einem Viertel beteiligt ist, in Frankreich. Und das darf man auch nicht vergessen, auf dieser Karte der extrem starken Röntgenquellen gibt es auch Dortmund. Ja, das wurde eben schon kurz angedeutet, unsere etwas kleinere Synchrotronstrahlungsquelle Delta. Deswegen ist das Herz ein bisschen kleiner, aber da machen wir auch ähnliche Forschung wie an den großen Quellen. Ich möchte Ihnen also auch erklären, warum man eigentlich so intensive Röntgenquellen braucht. Das werden Sie gleich dann in dem Vortrag sehen. Zunächst gibt es eine Einleitung. Da werde ich das mit Ihnen diskutieren, was Sie, glaube ich, kennen von Röntgenstrahlen. Dass man damit irgendwelche Bilder erzeugen kann, dass man damit durch Sachen durchgucken kann. Was das mit Bond und Bach zu tun hat, werden Sie sehen. Dann in dem zweiten Teil werden Sie sehen, dass man mit Röntgenstrahlung viel mehr machen kann. Röntgenstrahlung ist eigentlich etwas wie ein riesiges Mikroskop. Und dass das etwas mit der Wissenschaft vom Leben zu tun hat, werden Sie im dritten Teil sehen. Und im vierten Teil gucken wir uns mal an, wie die Zukunft so aussieht auf dem Gebiet. So. Konrad Wilhelm Röntgen. Ja, der ist also aus NRW. Ja, das wollte ich damit nur sagen. Remscheid liegt in NRW. Röntgen, der die Röntgenstrahlen entdeckt hat, kommt also hier aus der Region. Und wir werden auch so ein bisschen durch diese Grafik gehen. Diese Grafik werden Sie häufiger sehen in dem Vortrag. Da geht es nämlich um Nobelpreise, die für die Forschung mit Röntgenstrahlung vergeben worden sind. Und zwar der allererste gleich an Wilhelm Conrad Röntgen für die Entdeckung der Röntgenstrahlung, die nach ihm benannt ist. Ja, Sie sehen, am 8.11.1895, also fast vor 111 Jahren, hat er die Röntgenstrahlen entdeckt. Mehr oder weniger zufällig. Und das war natürlich gleich eine Riesensensation. Diese bisher unbekannten Strahlen können. Ja, Sie sehen hier die Hand von Röntgens Frau Anna Bertha. Dieses Bild ist nachher weltweit in kürzester Zeit, hat jeder mal so eine Hand abgeröntgt. Das sehen Sie übrigens im Röntgenmuseum, wenn Sie mal in Remscheid-Lennep sind. Gehen Sie mal in das Röntgenmuseum, da sehen Sie, wie schnell sich das über die Welt verbreitet hat. Ja, Röntgenstrahlung, wenn Sie mit Röntgenstrahlen sozusagen in etwas hineingucken wollen, ist das eine relativ simple Durchstrahltechnik. Sie müssen so eine Röntgenröhre haben und dann bestrahlen Sie einfach etwas und können dann hindurchgucken. Das ist Ihnen sicherlich bekannt und damit können Sie erstaunliche Dinge sichtbar machen. Das sehen Sie hier zum Beispiel. Ja. Oder etwas anderes. Dieser Herd, der verspeist Reißzwecken und Rasierklingen. Und die Frage ist jetzt, bunkert der die irgendwo in der Backe und speit die dann wieder aus, wenn keiner guckt, oder schluckt der die wirklich runter? Und früher war man da mit den Röntgenstrahlen nicht so zimperlich, da hat man den einfach geröntgt. Und Sie sehen, gut, das scheint ein bisschen dieses Hobby auf die Zähne zu gehen, ja, aber Sie sehen auch, was das Röntgenbild jetzt eindeutig zeigt, ist, dass diese Teile wirklich runtergeschluckt werden. Also es ist kein Trick, das macht er wirklich. Ja, hier wäre sicherlich spannender, sich zu überlegen, wie das dann wieder rauskommt, aber das wollen wir jetzt nicht genauer analysieren. Ja, was ist überhaupt Röntgenstrahlung? Röntgenstrahlung ist eigentlich das Gleiche wie Licht. Ja, Licht ist eine elektromagnetische Welle, haben Sie vielleicht irgendwann schon mal gehört. Eine Welle hat eine Wellenlänge, das ist immer der Abstand zwischen zwei Maxima, ja, die bewegt sich ja wie so eine Welle hin und her und die Wellenlänge ist der Abstand zwischen zwei Maxima und Licht hat eine Wellenlänge von ungefähr 400 Nanometern. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter. Ja? Licht ist so zwischen 400 und 700 Nanometer. Das ist das, was Sie mit Ihren Augen sehen können. Das bezeichnen wir als Licht. Und Röntgenstrahlung ist auch eine elektromagnetische Welle. Nur die Wellenlänge, der Abstand zwischen diesen Maxima der Welle, ist eben viel, viel kürzer. Ungefähr 1000-mal kürzer. Da sind wir in diesem Bereich. Da haben wir Wellenlängen von 0,01 Nanometer bis 10 Nanometer. Das würde man alles als Röntgenstrahlung bezeichnen.
Und das heißt also, es ist nichts anderes als Licht, nur mit einer viel kürzeren Wellenlänge. Das ist die Röntgenstrahlung. Ja, wir können uns auch noch mal angucken, was man mit der Röntgenstrahlung so kann. Eines meiner Hobbys sehen Sie hier so schon im Hintergrund. Wir gucken uns mal ein Beispiel an. Und zwar aus dem Film Die Welt ist nicht genug. Ein James-Bond-Film, nämlich der 19., den wir uns hier mal angucken. Ganz kurzes Beispiel. Ja, Sie haben es gesehen, diese tolle Brille, die er da aufhat. Das ist diese Brille. Und da wird gesagt, das ist eine Röntgenbrille. Ja? Und Sie können diese Brille übrigens kaufen für 15 britische Pfund bei www.scnonscreen.com. Ja? Und wir wollen uns jetzt mal überlegen, ob man diese Brille, mit der man ja wirklich fantastische Sachen machen kann, Sie können also genau den Leuten hier unter das Jackett gucken und sehen, ob die da was versteckt haben. Wir wollen uns jetzt überlegen, ob man diese Brille kaufen sollte. Sie kriegen also von mir jetzt einen Verbrauchertipp. Ja? Können wir uns mal überlegen, wie die funktioniert? Ich zeige Ihnen mal, wie sie nicht funktioniert. Uns wird ja suggeriert, dass Bond irgendwie die Leute durchleuchtet. Das kann nicht sein. Ja, das kann nicht sein, denn ich sehe sie auch nicht, weil meine Augen sozusagen, weil von meinen Augen Licht ausgeht und dann auf sie trifft, sondern es ist umgekehrt. Ich sehe das Licht, was von Ihnen sozusagen gestreut wird und in meine Augen fällt. Meine Augen sind also ein Detektor. Das heißt, diese Röntgenbrille ist nichts Aktives, die kann nur ein Detektor sein, der Röntgenstrahlung sozusagen in Licht umwandelt, damit man so ein schönes Bild sieht. Solche Detektoren gibt es, die nutzen wir. Bei uns ist es so, dass wenn wir die Röntgenstrahlung detektieren, dann treffen die auf den Detektor, da werden die in kleine Lichtblitze verwandelt und diese Lichtblitze können wir zählen zum Beispiel. Unsere Detektoren sehen nicht so elegant aus wie so eine Brille, aber das geht. Ja? Aber wenn das so ist, dass die Brille ein Detektor ist, dann haben wir das nächste Problem. Denn dann würde ja, das würde ja bedeuten, die werden da die ganze Zeit geröntgt in dem Raum. Ja, da könnte man sagen, ach, ist sowieso egal, sind alles Verbrecher in diesem illegalen Casino. Ja, aber trotzdem, das würde das heißen. Und wenn das so ist, und Sie sehen hier auch einen wunderschönen Kontrast zwischen verschiedenen Materialien, man kann sich überlegen, dann muss ja die Röntgenquelle irgendwo hinter der Wand stehen. Das geht natürlich nur mit einer immens intensiven Röntgenquelle, die auch noch ein kontinuierliches Spektrum hat, wie man sagt. Solche Röntgenquellen gibt es. Allerdings muss das eine viel stärkere Röntgenquelle sein, als das, was man so im Labor hat. Wenn Sie da hinten irgendwo so eine Röntgenanlage aufstellen würden, da würde die Röntgenstrahlung gar nicht bis hierher kommen. Die wird nämlich auch schon von Luft absorbiert. Sie brauchen hier eine extrem intensive Röntgenquelle, die millionenmal intensiver ist als das, was so eine Röntgenröhre abgibt. Und solche Röntgenquellen gibt es auf der Welt. Ich habe Ihnen am Anfang die Quellen gezeigt, in Deutschland zum Beispiel oder in den USA. So sehen solche Quellen aus. Ja, das ist in den USA eine Quelle, an der habe ich auch lange Zeit geforscht. Die hat einen Umfang von 1 Kilometer und da entsteht solche hochintensive Röntgenstrahlung, die millionenmal intensiver ist als alles, was wir so kennen sonst. Ja, da werden nämlich Elektronen, das werden wir noch sehen, fast bis auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und dann strahlen die halt hochintensive Röntgenstrahlung ab. Und jetzt sehen Sie, wie man das in dem Film zu verstehen hat. Also Bond geht da ja in dieses illegale Casino, das wäre ungefähr hier dieses illegale Casino, ja. Und dann hat der britische Geheimdienst heimlich dieses Ding darum gebaut, damit Bond den Leuten einmal auf die Wäsche gucken kann. Ja? Oder natürlich mit anderen Worten, es kann keine Röntgenbrille sein. Und wir haben eben auch so ein Ding bei uns in Dortmund stehen, unsere Dortmunder Elektronenspeicherringanlage. Wir betreiben allerdings in Dortmund kein illegales Casino. Insofern sind wir da schon auf der sicheren Seite. Was wir machen, werden Sie gleich sehen. Ja, um das nur kurz aufzulösen, was könnte das denn sonst sein bei Bond? Gehen wir mal wieder zu unserem elektromagnetischen Spektrum. Wir waren jetzt bei sehr kurzen Wellenlängen, die kürzer sind als Lichtwellenlängen. Gehen wir mal zu längeren Wellenlängen, zu infrarotem Licht, zu Wärmestrahlung. Das ist elektromagnetische Strahlung mit größeren Wellenlängen als den Lichtwellenlängen. Können wir auch nicht sehen, aber man kann das mit einer Wärmebildkamera sehen. Kennen Sie vielleicht? Ja? Hier sehen Sie eine Personengruppe und wenn Sie eine Wärmebildkamera haben, da können Sie genau diese Wärmestrahlung, die von den Personen ausgeht, verwandeln. Das macht nämlich diese Wärmebildkamera in verschiedene Farben. Blau bedeutet besonders kalt, rot und weiß bedeutet besonders warm. Und so können Sie ein Bild sehen der Wärme, die abgegeben wird von den Personen. Und deswegen ist es so, wenn Sie dann zum Beispiel metallische Gegenstände haben, die erscheinen immer besonders kalt. Ja, das sehen Sie hier auch zum Beispiel in dieser Tasche ist irgendwas drin, irgendwas Metallisches. Das zeichnet sich hier nämlich ab, wie Sie auch an den Brillengestellen sehen können. Also das ist die Lösung. Das, was Bond da hat, ist eine Infrarotbrille, eine Wärmebildkamera. Ja, und die Infrarotbrillen können Sie kaufen. Hier gehen Sie in ein Geschäft, zahlen Sie 2000 Euro. Sieht jetzt nicht so elegant aus, wie Bond das hat, aber das kriegt man vom Design her noch hin. Ja, also das geht.
Das wollen wir aber jetzt nicht weitermachen. Wir wollen uns mit Röntgenstrahlung weiter beschäftigen. Und zwar, wir sind jetzt immer noch dabei, die Sachen, die Sie so kennen, ein bisschen aufzuarbeiten. 1979 hat es für eine Erfindung den Nobelpreis gegeben, die Sie hoffentlich noch nicht kennengelernt haben, aber die das Leben der Menschen doch stark verbessert hat, nämlich für die Computertomographie. Das haben diese beiden Herren, Alan McLeod-Cormack und Jeffrey Hounsfield, haben die Computertomographie erfunden, die mit Röntgenstrahlung so ähnlich funktioniert, wie Sie das eben schon gesehen haben. Das ist eine Durchstrahltechnik. Also, da ist ein Patient, der wird einfach durchgestrahlt. Ja, da ist hier eine Röntgenröhre, die um den Patienten rumläuft. Und das läuft jetzt so. Die Röntgenröhre befindet sich mal hier, dann wird, hier ist der Patient, dann wird er durchgestrahlt, dann wird dann das Bild aufgenommen. Sie wollen jetzt ja ein dreidimensionales Bild haben. Sie wollen ja nicht nur einfach einmal durchstrahlen, ja, sondern eine Projektion haben, sondern Sie wollen ein dreidimensionales Bild haben. Wie kriegen Sie das denn? Ganz einfach, indem Sie mehr Projektionen machen. Also Sie bewegen die Röntgenröhre um den Patienten, nehmen jetzt aus dieser Richtung den Patienten auf, aus vielen anderen Richtungen auch noch und können dann tatsächlich dreidimensional ausrechnen, wie das in dem Inneren des Patienten aussieht. Und können solche Scheiben dann dreidimensional bestimmen. Und wenn Sie dann die Röntgenröhre nicht nur um den Patienten rum rotieren lassen, sondern auch noch in der Längsrichtung gleichzeitig sich bewegen lassen, also sozusagen auf so einer Spirale, dann können Sie wirklich ein dreidimensionales Bild aufnehmen von einem Menschen mit dieser Technik. Das ist eigentlich nichts anderes als Röntgen, das auch schon gemacht hat, nur in einer sehr, 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 sehr weiterentwickelten Variante. Und damit kann man heutzutage wahre Wunderdinge schaffen. Zum Beispiel können Sie das Herz eines Menschen aufnehmen, aber nicht nur das Herz selber sehen. Sie können es sogar sehen, wie es schlägt. Sie können ein Herz aufnehmen. Sie haben vorhin Kontrastmittel gespritzt. Sie können wirklich das schlagende Herz aufnehmen. Und da sehen Sie, wie schnell diese Methode funktioniert. Das hätte sich Röntgen nicht mal träumen lassen, dass das sowas geht. Und daran können Sie sehen, dass in der Medizin heute wahre Wunderdinge aus der Computertomographie rausgeholt werden. Auch solche Kuriositäten können Sie sehen. Der Vortrag heißt ja, ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist ein Schmuckhornfrosch, kannte ich vorher auch nicht. Ja, das ist wohl ein Frosch, der frisst so ziemlich alles, was er sieht. Ja, also da, wenn da irgendwas sich vor ihm bewegt, da frisst der, schnappt der sofort zu. Und das Interessante ist, es interessiert ihn gar nicht, was das ist. Auch wenn es seine Artgenossen sind, da frisst der gnadenlos. Ich weiß gar nicht, ob der die sieht. Und der hat auch eine besondere Zunge, die eben besonders klebt. Und da haben Forscher versucht rauszukriegen, wie schafft diese Zunge das, so zu kleben. Und deswegen haben sie den in den Tomographen getan. Und zwar ein Schmuckhornfrosch, der, glaube ich, in Hamburg irgendwo ausgestellt ist. Und dabei herausgefunden, der hatte vorher eine Mahlzeit, bevor er offenbar gestorben ist. Nämlich, er hat einen anderen Schmuckhornfrosch gefressen. Ja? Das ist ein Frosch im Frosch, den man dann zu der Überraschung gesehen hat. Also der hat also einen seiner Artgenossen vorher vertilgt. Gut, er hat es auch nicht viel länger gemacht, aber das können Sie natürlich nur mit einer dreidimensionalen Methode auflösen, die in Sachen reingucken kann. Und das ist die Computertomographie heutzutage wieder in einer völlig neuen und überraschenden Variante. Ja, Sie können aber auch mit Röntgenstrahlen chemische Elemente nachweisen. Und das, die Basis wurde gelegt durch den Nobelpreis, der 1917 an Charles Buckler vergeben wurde, für die Entdeckung der charakteristischen Strahlung der Elemente. Der hat herausgefunden, dass von jedem Element auch eine charakteristische Röntgenstrahlung ausgeht und man somit umgekehrt anhand dieser Strahlung Elemente, und zwar in kleinsten Mengen, identifizieren kann. Wir haben das in Dortmund gemacht. Und zwar entführe ich Sie jetzt sozusagen in ein ganz anderes Gebiet, in das Gebiet der Kunst und der Musik. Sie kennen vielleicht Johann Sebastian Bach. Und dann haben Sie auch dieses Bild hier sicherlich schon mal gesehen. Das ist das einzige Bild, von dem man absolut sicher ist, dass es zu Lebzeiten von Bach gemalt wurde. Das heißt, das zeigt Bach. Und deswegen sieht man eigentlich auch nur immer dieses eine Bild. In den letzten, ich würde sagen, so 3-4 Jahren hat diese Aussage, dass es nur ein Bild gibt, ein paar Risse bekommen. Denn es sind, das interessanterweise gleich an vielen Stellen gleichzeitig, 4 weitere Bilder aufgetaucht. Von denen man vermutet, und die Besitzer hoffen das natürlich, dass sie zu Lebzeiten von Bach gemalt worden sind und sie eben Johann Sebastian Bach zeigen. Es ist so, dass sein ältester Sohn das auch aufgeschrieben hat. Er hat gesagt, jemand habe ein Aquarell von seinem Vater gemalt.
Das heißt, es gibt die Aufteilung nach diesem Aquarell, suchen alle händeringend. Und wir haben 3 dieser 4 Bilder bei uns in Dortmund gehabt. Also Dortmund war am 19. Juni 2015 das Zentrum der Bachforschung. Ja. Und insbesondere dieses Bild, das Aquarell, von einem Dortmunder Privatmann bei einer Auktion erstanden, Herrn Köster. Das ist natürlich das Bild, was uns am meisten interessiert hat. Das ist Herr Hansen, ist der Leiter des Bachhauses in Eisenach, wenn Sie da mal sind. Auch ein schönes Haus, das ist auch ganz toll gemacht. Und dieses Bild gehört auch dem Bachhaus, also die beiden Bilder gehören dem Bachhaus. Und wir haben uns überlegt, gut, wir stellen einfach mal fest, was da für Materialien in den Farben verwendet worden sind. Natürlich dürfen wir da nichts abkratzen. Ja, das ist klar, sondern wir versuchen das völlig zerstörungsfrei hinzukriegen. Und das machen wir mit der Erfindung von Herrn Bakler. Ja, das macht man folgendermaßen. Sie spannen das Bild ein, nehmen sich Ihre Röntgenstrahlung, die kommt von hier, die trifft auf das Bild und dann geht von dem Bild weitere Strahlung aus und aus dieser Strahlung können wir dann rauskriegen, aus welchem Material das Bild besteht. Ich zeige Ihnen mal, wie das geht. Wenn ein Röntgenstrahl auf ein Atom trifft, kann er ein Elektron aus einer inneren Schale herausschlagen. Übrig bleibt ein Loch, in das wiederum ein anderes Elektron aus einem höheren Energieniveau hineinfallen kann. Dabei sendet das Teilchen Licht aus, sogenannte Fluoreszenzstrahlung. Und dieses Licht, was da rauskommt, das nehmen wir auf. Und dieses Licht hat halt den Vorteil, dass es ganz deutlich die Information gibt, ich komme von einem Kupferatom. Man kann also relativ genau auflösen nach der Energie, was für Elemente in sowas drinstecken. Das heißt, man kann an dieser Strahlung dann sehen, und zwar wirklich kleinste Spuren von Materialien. Das haben wir getan für die 3 Bilder. Das Wichtigste, das hat im Wesentlichen Dr. Alex von Bohlen von unserem Institut für angewandte Spektroskopie in Dortmund gemacht. Er ist ein Experte auf dem Gebiet. Wir haben hier aus diesem Bereich das Weiß von diesem Aquarell genommen und so ein Spektrum aufgenommen. Und dieses Spektrum war für unseren Dortmunder Kunst- und Bachfreund eine kleine Ernüchterung. Er hat das mit Fassung getragen. Ja, denn es wurde Zink und Barium hier gemessen. Und Zink und Barium kommt vor, und zwar in sogenannten Lithoponen. Das waren weiße Farben, die man verwendet hat, um das Blei zu ersetzen, was vorher in der weißen Farbe drin war. Man hatte damals schon herausgefunden, das ist nicht so ganz gesund. Und leider steht es absolut fest, dass solche Farben erst ab 1850 verwendet worden sind. Also weit nach der Lebzeit von Johann Sebastian Bach. Also können zumindest diese Farben, die wir hier überall gefunden haben, können nicht aus der Zeit von Bach stammen. Nun ist es aber so, dass wir dieses Bild abgerastert haben. Wir haben uns alles angeguckt auf diesem Bild und wir finden das allerdings nicht gleichmäßig aufgetragen. Es besteht also die Möglichkeit, dass das Bild doch noch zu Lebzeiten von Bach gemalt wurde. Nur man ist am Anfang mit solchen Werken nicht so sorgfältig umgegangen. Wenn das Weiß ein bisschen verblasst ist, hat man einfach mal drüber gemalt. Ja, das würde man heute natürlich nicht tun, aber hat man damals gemacht. Und deswegen ist es so, wir finden das Weiß nicht vollkommen gleichmäßig verteilt. Wir finden das tatsächlich nur an einigen Stellen, wo man das Gefühl hat, da ist das Bild ausgeblichen und da wurde es dann vielleicht nachgemalt. Insofern, weil wir finden auch Blei, so ist es nicht. Ja, insofern kann man das nicht vollständig sagen, aber man kann schon sagen, auf diesem Bild befinden sich Farben, die da nicht hingehören, zumindest nicht in die Zeit. Sowas kann man machen. Man kann noch viel mehr machen. Hamburger Wissenschaftler haben was ganz anderes gemacht. Die haben dieses Bild, das ist ein berühmtes Gemälde von Gogh, Grasground. Die haben dieses Bild untersucht. Und zwar weiß man, dass Van Gogh ja nicht der Reichste war zu Lebzeiten. Das heißt, er konnte sich nicht mal seine Leinwände leisten. Der hat häufig einfach, wenn ihm ein Bild dann doch nicht gefallen hat, seine Leinwand übermalt. Und hier war es so, dass der Verdacht bestand, der bestand schon immer, die Leinwand hat er möglicherweise auch übermalt, der hat was ein anderes Bild angefangen. Und da hat man mit der gleichen Methode einfach geguckt, sind dort andere Substanzen, die zu anderen Farben gehören als zu diesen Grüntönen. Und wenn man das Bild abrastert mit einem Röntgenstrahl und das genauso macht, wie ich Ihnen das eben erklärt habe, dann kriegt man Folgendes raus, dann sieht man, dass unter dem Bild sich diese Figur befindet. Er hat offenbar hier einen Frauenkopf gemalt, der hat ihm dann irgendwie nicht mehr gefallen und dann hat er dieses Grasgrund drüber gemalt. Sie sehen also, man kann wirklich Sachen sichtbar machen, die man eigentlich nicht sehen kann. In diesem Fall ist es sogar so, dass da ein Bild darunter ist, was Sie dann plötzlich sehen können. Sie sehen also, was die modernen Methoden der Röntgenstrahlung, der Röntgenanalyse heutzutage alles sichtbar machen können.
Ja, aber Röntgenstrahlung kann noch viel mehr. Und mit meiner Forschung noch direkter verbunden ist jetzt das, was jetzt kommt. Wir gucken uns wieder die Nobelpreise an. Und zwar gehen wir jetzt wieder nach ganz vorne. Den Nobelpreis, den Max von Laue bekommen hat für die Röntgenbeugung an Kristallen 1914. Und 1915 gleich der nächste Nobelpreis wurde an den Vater William Henry Bragg und seinen Sohn William Lawrence Bragg vergeben zur Bestimmung der Kristallstruktur. Was haben die gemacht? Was haben die gemacht? Ganz einfach, die haben Folgendes gemacht. Also wenn Sie so Kristalle kennen, kennen Sie alle Salz, haben Sie vielleicht schon mal, ja, natürlich kennen Sie Salz, haben Sie natürlich schon mal verwendet. Dann sehen Sie, das sind so kleine Würfelchen. Ja, wenn Sie das vergrößern, sind das wirklich kleine Würfelchen. Bei vierfacher Vergrößerung sehen Sie das. Bei 16-facher Vergrößerung kommen die Würfelchen sogar noch deutlicher raus. Und es bestand der Verdacht, dass, wenn Sie da immer weiter vergrößern, dass auch die Elementarbausteine, nämlich die Atome, dann zu solchen Würfelchen angeordnet sind. Dass das auch regelmäßige Würfelchen sind. Aber man kann da nicht reingucken. Man weiß das ja nicht. Oder man wusste das nicht. So muss ich das genauer sagen. Man wusste das nicht. Ist das wirklich so? Bis Max von Laue das Experiment gemacht hat, und zwar 1912 mit seinen Leuten, mit Herrn Friedrich und Herrn Knipping. Er hat eine Röntgenröhre genommen, hat einen Röntgenstrahl auf einen Kupfersulfatkristall geschickt und gesehen, dass dieser Röntgenstrahl da nicht einfach durchgeht, sondern dass der so eine Punktewolke erzeugt. Ja, so eine, da entstehen dann, wie man sagt, Reflexe an ganz bestimmten Stellen. Leuchtet es hell auf oder haben wir viel Röntgenstrahlung. Hier haben wir einen Röntgenfilm. Und an anderen Stellen haben wir gar nichts. Wieso kann man daraus erklären, dass sich dann dieser Kupfersulfatkristall sozusagen aus regelmäßig angeordneten kleinen Atomen bestehen muss? Ich möchte Ihnen das Experiment einfach mal selber vorführen, nur eine Nummer größer. Wir machen alles mal 1000-mal größer. Ja? Und so machen wir Folgendes. Ich nehme so ein Gitter. Ja, wenn ich das vergrößere, sieht das so aus. Sie sehen hier, das ist eine regelmäßige Struktur. So müssen sich auch die Atome vorstellen. So sind die angeordnet in so einem Salzkristall. Immer ein Atom neben dem anderen regelmäßig angeordnet. Ja, das ist hier jetzt nur ein bisschen größer, das Gitter. Und was ich jetzt gleich tue, ist, der Abstand der Linien hier sind 100 Mikrometer. Die Laserwellenlänge sind ungefähr 0,5 Mikrometer. Das ist noch fast in der gleichen Größenordnung. Ich habe dieses Gitter. Ich strahle da jetzt mit meinem Laserpointer mal durch. Und wir sehen uns mal an, was dann passiert. Jetzt könnte man ja sagen, gut, strahle ich halt durch. Und was kann da schon passieren? Ja, da sieht man vielleicht einen Schatten oder sowas. Hier ist das Gitter. Ja? Also ich muss gleich dazu sagen, ich bin kein Zauberer. Das ist jetzt kein Trick. Ja? Und hier ist mein Laserpointer. Da sehen Sie, da hinten. Ja? Und wenn ich jetzt das Gitter dazwischen halte, dann sehen Sie, das Licht geht nicht einfach so durch, sondern es entsteht da so eine Punktewolke mit regelmäßigen Punkten. Und das Ganze 1000-mal kleiner, die Wellenlänge 1000-mal kleiner, die Abstände 1000-mal kleiner, dann sehen Sie, wie diese Punkte zustande kommen, die Max von Laue aufgenommen hat. Und Sie können jetzt aus diesen Punkten hier, ja, aus der Intensität dieser Punkte, die Sie sehen, und aus den Abständen, könnten Sie ausrechnen, wie dieses Gitter aussieht. Ist hier jetzt natürlich sinnlos, das kann ich mir ja angucken. Aber bei den Atomen ist es eben nicht sinnlos. Das heißt, man nimmt so eine Punktewolke auf und rechnet sich rückwärts aus, wie hat denn das Gitter ausgesehen? Ich meine, da können Sie jetzt ganz tolle Effekte machen, wenn das Licht jetzt ganz aus wäre, könnten wir hier so richtig Disco machen. Schauen Sie sich das mal an, ist das nicht? Also das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, oder hier auch nochmal. Je nachdem, wie die von den Abständen des Gitters, ich strahle da wirklich nur durch und so entstehen diese einzelnen Punkte. Ja, und Sie könnten jetzt aus den Punkten wieder ausrechnen, wie sieht das hier aus? Das ist die Idee einer Röntgenstrukturanalyse. So funktioniert die. Ja, das heißt, das Licht geht nicht gerade durch, sondern wird hier wirklich in verschiedene Richtungen abgelenkt. Man sagt gebeugt. Ja, das brauche ich Ihnen jetzt gar nicht vorzuführen, das habe ich Ihnen eben vorgeführt. Ja, und aus dieser Beugung können wir uns jetzt rückwärts ausrechnen, wie hat das ausgesehen? Also wie sind die einzelnen Atome angeordnet? Zum Beispiel im Diamant strahlen Sie mit Röntgenstrahlung drauf, messen Sie diese Punkte aus und können sich rückwärts ausrechnen, dass Diamant aus so kleinen Würfelchen besteht, die eine Größe von 0,36 Nanometer, also von 0,36 Milliardstel Metern haben. Und Diamant ist halt einfach eine periodische Anordnung von diesen Würfelchen. Da haben Sie einfach jetzt sehr, sehr viele Würfelchen hintereinander angeordnet. Aber so sieht Diamant aus. Das haben diese Leute, die den Nobelpreis bekommen haben, herausbekommen. Die haben die Röntgenstrukturanalyse eröffnet. Deswegen wissen wir heute, wie die Materialien um uns herum aussehen. Weil diese Herren das allererste Mal entdeckt haben.
Ja, man kann das, also solche Strukturen, die löst man ganz leicht. Das ist zum Beispiel ein bestimmtes magnetisches Material. Hier sehen Sie die Strukturformel Eisenbor-Niobdin. Ein seltenes Erdenmaterial ist da drin. Das sind 100 Atome, die angeordnet sind. Und die müssen sich jetzt periodisch fortgesetzt denken. Ja, aber diese 100 Atome sind alle irgendwie anders angeordnet. So eine Strukturanalyse hat bei uns in der Masterarbeit der Herr Schneider gemacht. Ja, da brauchen Sie nicht so lange für. Ja, dann messen Sie auch diese ganzen Punkte aus und kriegen das dann raus. Warum ist das wichtig? Ganz einfach, das war ein Projekt, was wir mit der Firma Vilo zusammen gemacht haben. Ich wusste auch nicht, dass die eine der Firmen sind, die die meisten Magnete verbrauchen. Und zwar brauchen sie die für ihre Elektromotoren in ihren Pumpen. Und die würden gerne diese seltenen Erden loswerden. Und deswegen haben wir hier die Struktur bestimmt und versucht, die seltenen Erden zu ersetzen durch andere Materialien, um zu hoffen, dass die Materialien dann noch magnetisch bleiben. Dazu müssen Sie genau wissen, wie diese Strukturen aussehen. Also so 100 Atome ist heute nichts. Ja, das kriegt man leicht hin. Es gibt auch andere Sachen, bei denen es wichtig ist, die Struktur zu kennen. Sie werden sich fragen, was hat denn diese Katastrophe, die es im Golf von Mexiko zu tun gegeben hat im Jahre 2010? Da ist ja die Bohrinsel Deepwater Horizon explodiert. Das führte dazu, dass dann das ganze Öl in den Golf von Mexiko gelaufen ist. Und man wollte eigentlich relativ schnell dieses Loch schließen. Da hat man so eine Kappe genommen, wollte diese Kappe da oben draufsetzen, wollte dadurch dann das Öl hier oben rausführen und dann wäre der Golf von Mexiko fast nicht verschmutzt worden. Das ist der Plan für so eine Sache. Aber man hat eine Sache nicht beachtet. Man hat nicht beachtet, dass das Öl in einer großen Wassertiefe aus der Erde rauskommt und dass da wirklich das Loch war. Große Wassertiefe heißt, man hat großen Druck. Und die Temperatur ist relativ niedrig in der großen Wassertiefe gewesen. Beides ideale Voraussetzungen, dass sich solche Hydratstrukturen bilden. Wasser bildet unter diesen Bedingungen Käfige. Wenn Sie ein organisches Molekül, wie es sich zum Beispiel im Erdöl befindet, anbieten, bildet Wasser Käfige um dieses Molekül. Das sind sogenannte Hydratstrukturen. Sehen Sie hier auch nochmal, das Wasser bildet ein festes Netzwerk. Und da drin befinden sich dann irgendwelche organischen Moleküle, Methan, Ethan, alles, was Sie so im Erdöl finden. Und das Dumme an diesen Strukturen ist, sie sind fest. Und diese Strukturen haben einfach diese Kappe verstopft. Und weil sich diese Strukturen gebildet haben, ist der Golf von Mexiko noch einen ganzen Monat länger verschmutzt worden. Wenn man das also hätte verhindern können, wenn man daran gedacht hätte und das verhindert hätte, dass sich diese Quadrate bilden, diese oder Hydrate, wie sie heißen, dann hätte man dann einen ganzen Monat sich diese gigantische Umweltverschmutzung ersparen können. Wir selber haben im Rahmen eines Forschungsprojektes, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, also von hier sozusagen, ja, haben das untersucht. Das war der Herr Lehmkühler, damals der Doktorand bei uns. Hier sehen Sie die Veröffentlichung oder eine der Veröffentlichungen, die wir gemacht haben. Wir haben diese Hydratstrukturen untersucht. Und zwar bilden die sich immer im Wasser unter Druck, ja, bei etwas mehr als 0 Grad. Also hier haben Sie Wasser, dann haben wir da flüssiges CO2 draufgebracht. Und dann haben wir genau uns diese Grenzfläche angeguckt, weil wir wollten einfach wissen, wie bilden sich diese Hydrate eigentlich. Eigentlich wollen wir die verhindern, aber um das zu wissen, müssen wir sie erstmal gezielt bilden und uns dann sehen wir nämlich, wie wir die verhindern können. Und wir haben dann an dieser Grenzfläche, da haben wir unsere Röntgenstrahlung genommen, haben die genau auf diese Grenzfläche geschickt. Und dann wurde an dieser Grenzfläche die Röntgenstrahlung gestreut, die haben wir dann detektiert. Und da haben wir dann auch diese Punktewolken aufgenommen und gesehen, dass diese Punktewolken sich auch zeitlich verändern und gesehen, dass wir da ungefähr 200 Nanometer große Kristalle an dieser Grenzfläche haben und konnten damit beweisen, dass, ich meine, solche Sachen werden auch theoretisch berechnet, dass eine bestimmte Theorie nicht stimmt, nämlich, dass sich so Vorstrukturen bilden. Ja, das heißt, da bilden sich so halboffene Käfige. Und dann bedarf es noch ein bisschen des Materials, dieses Ethans oder des Methans, was man da einfach umschließen will, um die Käfige zu schließen. Das war die gängige Meinung, das haben zumindest theoretische Berechnungen ergeben, so müsste es eigentlich sein. Unsere Messungen, also wir haben wirklich nach diesen Vorstrukturen gesucht, die finden wir nicht. Wir finden immer nur schon die fertigen Kristalle. Auch schon ganz kleine Kristalle. Das heißt, unsere Messungen ergeben dieses Bild. Das heißt, an der Grenzfläche reichert sich der Stoff, den ich da einbringe, Methan oder Ethan oder auch andere Gase, die reichern sich an bis zu einer kritischen Konzentration und dann passiert diese Hydratbildung auf einmal. Auf einmal, zack, entsteht im nächsten Moment sofort das Hydrat. Und dieses Wissen ermöglicht jetzt,
tatsächlich eine Bekämpfung der Hydratbildung, indem Sie hier einfach diese Moleküle austauschen, zum Beispiel durch Salze. Wenn Sie da Salz reinkippen, dann ist es schon viel schwerer, diese Hydrate zu bilden. Nun ist das im Salzwasser passiert. Sie brauchen schon eine relativ große Salzkonzentration, aber vielleicht kann man einfach auch andere Salze nehmen. Das ist etwas, was wir dann gemeinsam mit dem Geomar später untersucht haben, dass man mit Salzen hier wirklich das behindern kann. Das würde nicht gehen, wenn Sie einfach so, wenn Sie diesen Mechanismus haben. Also wir wissen jetzt, wie es passiert. Und man kann hoffen, dass man in Zukunft sowas verhindern kann, dass zum Beispiel auch Pipelines von diesen Hydraten verstopft werden. Das ist zum Beispiel der wesentliche Grund, warum in Sibirien die Pipelines lecken. Es bilden sich Hydrate, weil da unter Druck werden da eben organische Moleküle durchgeschossen. Ein bisschen Wasser ist auch dabei und tiefe Temperaturen haben wir auch. Und dann bilden sich sofort diese Hydrate, Pipelines werden verstopft und platzen. Das ist der wesentliche Grund dafür. Und die Hoffnung ist, dass man ein kleines bisschen da jetzt vorankommt, um diese Hydratbildung zu verhindern. Sie sehen also auch hier, das, was das Problem verursacht, passiert auf mikroskopischer Skala. Wir müssen wissen, wie die Atome aussehen. Und das macht man mit der Röntgenstrahlung. Ja, der nächste Punkt, um den es geht, ist, wir können noch weitergehen mit der Röntgenstrahlung. Die Röntgenstrahlung kennen Sie natürlich alle vom Arzt. Ja, will man nicht zu viel von abkriegen, ist schon richtig, sollte man auch nicht. Aber dabei vergisst man manchmal, dass Röntgenstrahlung uns überhaupt die Bausteine des Lebens zugänglich gemacht hat. Und das ist das, was wir uns jetzt im dritten Teil angucken wollen. Sie sehen wieder unsere Nobelpreise. 1962 hat es den Nobelpreis für Medizin gegeben an James Watson, Morris Wilkins und Francis Crick für die Strukturaufklärung des DNA-Moleküls, also der Erbsubstanz. Die haben das Molekül der DNA das erste Mal entschlüsselt. Wie haben die das gemacht? Ja, man muss sagen, diejenige, die eigentlich die Röntgenmessung gemacht hat, konnte nicht mehr geehrt werden, weil sie leider vorher verstorben ist. Rosalind Franklin war das. Ja, Rosalind Franklin hat solche Messungen gemacht. Wenn Sie so einen Kristall aus DNA haben, Sie können DNA tatsächlich zu einem Kristall zum Kristallisieren bringen und dann mit Röntgenstrahlung drauf streuen, dann sehen Sie so eine Struktur. Und hier sehen Sie Francis und Crick, wie sie hier ein großes Modell gebaut haben von der DNA mit den Aminosäuren, die da ineinander greifen. Also so sieht das ja aus, wie man vielleicht in der Schule gelernt hat. Ja, so eine Doppelhelixstruktur ist das. Rosalind Franklin hat die Röntgenmessungen dazu gemacht, hat also viele solcher Kristalle gezüchtet aus DNA, hat die mit Röntgenstrahlen bestrahlt. Und das ist das legendäre Foto 51, was dann Watson und Crick darauf gebracht hat, wie die Struktur letztlich aussehen soll. Also einfach nur so ein Kreuz mit so ein paar Punkten. Hier fehlt so ein bisschen was. Ja, und aus dem Kreuz kriegt man die DNA-Struktur raus. Wie das denn? Ja? Auch das möchte ich Ihnen jetzt wieder zeigen, indem ich alles 1000-mal größer mache. Indem wir quasi wieder mit Licht in die makroskopische Welt gehen. Ja? Und zwar nehmen wir uns mal eine Helixstruktur. Finden Sie jetzt natürlich nicht mehr, aber in Glühlampen haben Sie sowas gefunden. Da war so eine Doppelhelix immer drin. Der Glühdraht war zu so einer Doppelhelix aufgewickelt. Dann hat man den einmal auseinandergezogen und dann hat man eine Helix. Und da können Sie jetzt mit Licht an dieser Helix streuen und dann passiert das Gleiche, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Das Licht geht nicht einfach gerade durch, sondern das wird wieder irgendwie abgelenkt. Wir haben, weil wir das so schön fanden, einen Lehramtsstudenten gebeten, zu sagen, Mensch, bauen Sie uns das doch mal auf. Wir können das für die Vorlesung gut gebrauchen, um das zu demonstrieren. Das war der Herr Nihus, der 2015 seine Lehramtsmasterarbeit bei uns gemacht hat. Ich muss sagen, mit Abstand die beste Masterarbeit, die je ein Lehramtskandidat bei uns gemacht hat, weil das hat er ganz toll gemacht. Hier steht der Laser, das wäre jetzt der Röntgenstrahl. Hier ist die Glühwendel, das wäre das DNA-Molekül oder der DNA-Kristall. Bei uns sieht der DNA-Kristall so aus, das ist die auseinandergezogene Glühwendel, ja, vergrößert. Und wenn da jetzt der Laserstrahl drauf trifft, ja, dann wird das Licht abgelenkt und es entsteht so ein Bild, wie Sie es eben gesehen haben, so ein Kreuz. Und wenn Sie das machen, dann sehen Sie, das ist das Bild, was entsteht, wenn man einen grünen Laser nimmt. Und das ist das Bild, was Rosalind Franklin mit Röntgenstrahlen aufgenommen hat. Und man kann jetzt sich überlegen, dieser Winkel hängt zusammen mit dem Winkel der Helix. Ja, Sie können dann die Weite der Helix in Zusammenhang bringen, hier mit bestimmten Abständen. Wenn man dieses Bild im Detail analysiert, kriegt man alles über diese Helix raus.
Bei der Glühwendel kann man sie dann direkt ausmessen und gucken, stimmt das? Bei dem DNA-Molekül kann man es nicht direkt ausmessen, sondern da ist das wirklich das Ergebnis. Also hier wieder die Atome einmal sozusagen vergrößert, damit wir was lernen können. Und so verstehen Sie dann umgekehrt, wie man aus einem so komischen Foto dann wirklich die atomare Struktur rauskriegt. Schon Rosalind Franklin hat die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Sie hat nämlich gesagt, die Conclusion ist, Big Helix in several chains, Phosphates on outside, Phosphate interhelical bonds, disrupted by water, Phosphate links available to proteins. Ah ja, sie hat das schon richtig erkannt. Eigentlich hat sie nur die Phosphatatome gesehen in der Helix. Ja, das sind die Atome hier, denn die Röntgenstrahlung ist nur sensitiv auf die schwersten Elemente, auf die mit den meisten Elektronen. Sie hat eigentlich nur das Bild von den Phosphatatomen gesehen. Wenn Sie zum Beispiel auch Wasserstoff sehen wollten, dann müssten Sie mit Neutronen das beschießen. Das ist nochmal deutlich komplizierter und das wäre jetzt eine andere Geschichte. Aber man hat mit der Röntgenstrahlung, wenn man wusste, wo die Phosphate liegen, dann hat man sich aus dem Wissen, das man vorher hatte, dass da Aminosäuren drin sein müssen, konnte man sich die Doppelhelix dann zusammenbasteln. Das haben dann ja Francis und Crick und Watson geschafft. Ja, Sie sehen also, auch das verdanken wir der Röntgenstrahlung, dass wir wissen, wie die Bausteine des Lebens aussehen. Aber es geht noch weiter. Im gleichen Jahr wurde der Nobelpreis für Chemie vergeben an Max Ferdinand Perutz und John Cowdery Kendrew für die Strukturaufklärung von Hämoglobin, also dem Stoff, der bei uns im Blut den Sauerstoff transportiert. Das war das erste Mal, dass man bei einem Protein, bei einem biologischen Makromolekül die Struktur bestimmt hat, dass man also wusste, wo alle Atome sitzen. Ja, das haben die folgendermaßen gemacht. Vielleicht müssen wir uns erstmal angucken, wie Proteine aussehen. Ganz kurzer Einschub. Was sind Proteine? Ganz einfach, Proteine bestehen aus Aminosäuren. Also auch aus den Bausteinen, aus denen die DNA besteht. Diese Aminosäuren sind sozusagen verbunden. Und jedes Protein besteht halt aus ganz, ganz vielen Aminosäuren und damit aus ganz, ganz vielen Atomen. Das ist, wenn Sie alle Atome zeichnen wollten, wäre das zum Beispiel beim Hämoglobin, wären das über 1000. Das kann man also nicht machen. Deswegen kann man die zu größeren Einheiten zusammenfassen. Diese Aminosäuren bilden entweder solche Helices oder solche Faltblätter, wie man sagt. Und deswegen, wenn man so eine Helix nimmt, dann verstecken da verdammt viele Aminosäuren drin und bei diesen Faltblättern auch. Man nennt das die Sekundärstruktur. Diese Struktur zeichnet man meistens, zeichnet man nämlich, wie diese größeren Einheiten miteinander verbunden sind. Und wenn Sie dann viele von diesen Tertiärstrukturen haben, manche Proteine sind riesengroß, dann zeichnen Sie die auch noch zusammen. Ja, das sind die Verknüpfungen von den Tertiärstrukturen. Deswegen sieht man eigentlich immer sowas und da sehen Sie die Atome nicht, aber in Wirklichkeit sind die da natürlich drin. Und so sieht das Hämoglobin aus. Ja, das ist natürlich dann ein etwas größeres Molekül mit diesen Faltblättern. Sie sehen, hier sind zig Aminosäuren drin. Und 1959 sind die Messungen gemacht worden von Kendrew und Perutz. Sie haben also einen Röntgenstrahl genommen. Sie konnten da wieder einen Kristall herstellen. Das ist immer das ganz Wichtige. Sie brauchen den Kristall. Denn dadurch, dass Sie viele Moleküle haben, die nebeneinander sind, verstärkt sich sozusagen die Strahlung. Nur dadurch können Sie das überhaupt analysieren. Sie brauchen immer den Kristall. Das wird noch wichtig werden am Ende des Vortrags. Ja, das heißt also, hier ist es so, dass man da einen Kristall draus machen konnte. Dann hat man einen Röntgenstrahl genommen, draufgeschossen und hier sehen Sie die Punktewolke, die bekommen haben. Sieht schon leicht unübersichtlich aus. Ja, und aus dieser Punktewolke haben die dann diese Struktur zurückgerechnet. Sie wussten aber sehr wohl, dass die Einzelbausteine Aminosäuren sein müssen. Ja, aber trotzdem ist das die Aufgabe, von hier nach hier zu kommen. Das haben die damals geschafft. Ja? Damals war das mit den Computern auch noch nicht so, deswegen sehen Sie, wie sie das geschafft haben. Das war sehr starke Handarbeit, ja, und auch Rechenarbeit. Da musste man mit dem Rechenschieber richtig Gas geben. Aber die haben das damals geschafft. Die Struktur stimmte. Die Struktur stimmte, 1962, beziehungsweise 1959 sogar. Ja, heute sieht das ein bisschen anders aus. Heute können wir das alles viel besser machen, weil wir viel stärkere Röntgenquellen haben. Wir können also erstmal bessere Daten bekommen und natürlich haben wir heute auch bessere Computer. Die starken Röntgenquellen sind Synchrotronstrahlungsquellen. Was passiert da? Elektronen werden fast mit Lichtgeschwindigkeit im Kreis herumgeschickt. Dabei strahlen sie hochintensive elektromagnetische Wellen ab
Und weil sie mit hoher Energie fliegen, also fast mit Lichtgeschwindigkeit, strahlen sie diese Wellen nach vorne ab, gebündelt nach vorne. Und dadurch wird die entstehende Röntgenstrahlung Millionen bis Milliarden Mal intensiver als alles, was sie mit Röntgenröhren schaffen können. Diese Quellen sind heute gang und gäbe. Ja, so sieht das aus. Und wenn Sie sich das angucken, hier ist die Zeit aufgetragen und hier die Leuchtstärke. Das kann man auch genau definieren, was das ist. Aber nehmen Sie einfach mal, das ist sozusagen ja, die Power, die da rauskommt an Röntgenstrahlung. Da sehen Sie mit den Röntgenröhren, wie man sie auch beim Arzt zum Beispiel sieht, wie sie für medizinische Zwecke verwendet werden. Da will man ja eigentlich möglichst wenig Röntgenstrahlung dem Patienten zumuten. Da hat sich nicht viel getan an Entwicklung. Aber dann, als man die Synchrotronstrahlungsquellen entdeckt und entwickelt hat, ist die Leuchtstärke dramatisch hochgegangen. Bedenken Sie, das ist eine logarithmische Skala. Von einem Strich zum nächsten Strich hier, das ist nicht zweimal so viel, sondern das ist tausendmal mehr. Tausendmal mehr. Das heißt, in den letzten 50 Jahren ist die Leuchtstärke von solchen Röntgenquellen um 20 Größenordnungen gestiegen. Ich sage Ihnen mal, was 20 Größenordnungen sind. 10 Milliarden mal 10 Milliarden. Also um 10 Milliarden mal 10 Milliarden ist die Leuchtstärke von Röntgenquellen gestiegen. Zum Vergleich, das Moore'sche Gesetz, was uns sozusagen die Steigerung der Leistungsfähigkeit unserer Computer angibt, ist nur um 12 Größenordnungen sind die in den 50 Jahren besser geworden. 12 Größenordnungen ist immerhin 1 Billion Mal, aber nicht 10 Milliarden mal 10 Milliarden. Ja? Also da sehen Sie, da hat es eine Riesenentwicklung gegeben. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, warum? Warum braucht man denn sowas? Ja? Laue und Bragg, die haben doch auch schon die Strukturen von Natriumchlorid, Diamant bestimmt. Wozu braucht man diese ganze Röntgenstrahlung? Ja, und die Antwort ist, Röntgenstrahlung hat verschiedene Eigenschaften. Sie ist nicht nur hochintensiv, sie ist auch extrem gebündelt. Sie hat eine bestimmte Zeitstruktur. All das kann man nutzen. Aber wir brauchen schon, dass die so intensiv ist. Und eben auch, dass die ganze Intensität in den kleinen Bereich fließt. Ja, und was wir heute halt können, ist das Folgende. So ziemlich das Beste, was man an Synchrotronstrahlungsquellen tun kann. Petra 3 ist die größte deutsche Quelle und ist sozusagen im Augenblick die hellste Röntgenquelle der Welt, steht in Hamburg am DESI. Sie können heute relativ kleine Kristalle nehmen, die Kristalle sind nur 10 Mikrometer groß. Die werden durch den Strahl geschossen, die werden also sozusagen in eine Flüssigkeit getan, durch den Röntgenstrahl geschossen, der selber auch sehr klein ist. Und dann werden 25 Streubilder pro Sekunde aufgenommen. Dann werden insgesamt 1,5 Millionen solcher Bilder aufgenommen, von denen Max Perutz und Kendro nur ein einziges hatten. Das können wir heute 1,5 Millionen aufnehmen in kurzer Zeit. Und davon hat man auch nur 40.000 ausgewertet. Naja, was heißt nur? Das geht natürlich, weil wir heutzutage auch Computer haben. Das können Sie natürlich nicht mehr per Hand machen. Das ist automatisiert. Aber man hat hier das Lysozym-Molekül, was man kennt. Das ist ein bestimmtes Protein, mit dieser Auflösung bestimmen können, indem man das einfach nur da durchgeschossen hat und im Prinzip alles andere automatisch hat ablaufen lassen. Das ist die Entwicklung, die es gegeben hat. Und so kann man immer kleinere Kristalle herstellen, um daraus dann die Struktur dieser Biomoleküle zu bestimmen. Das Problem ist nämlich, diese Biomoleküle wollen in der Regel keine Kristalle bilden. Das sind ja so große Komplexe, die wollen sich gar nicht ordnen. Ja, bei Ihnen ist auch nichts kristallin, hoffe ich zumindest, sonst ist es ein Nierenstein. Ja? Also, ja, da ist nichts kristallin. In der Biologie kommen Kristalle eigentlich nicht vor. Und deswegen, wenn Sie so ein Protein mal zum Kristallisieren bringen, dann haben Sie Glück. Ja? Und deswegen, wenn Sie da Kristalle kriegen, dann sind die halt so klitzeklein. Und bevor es die Synchrotronstrahlungsquellen gab, konnte man diese Strukturen einfach nicht lösen. Heute kann man relativ viele. Ja, wir haben uns zum Beispiel dann auch den Problemen des täglichen Lebens angenommen, wie Sie hier sehen. Das haben wir zusammen gemacht mit der Arbeitsgruppe von Herrn Winter an der TU Dortmund bei uns. Der Doktorand, das war der Herr Evers, der das gemacht hat. Da ist es so, Sie können auch andere Sachen untersuchen, die etwas mit dem Leben zu tun haben, nämlich die Zellwände. Unsere Zellwände bestehen aus sogenannten Lipidmembranen. Das sind Moleküle, die haben einen Kopf, der gerne ins Wasser taucht und einen Schwanz, der sich sozusagen vom Wasser wegbewegt. Aber alle ihre Zellwände bestehen aus diesen Lipidmembranen. Und was wir getan haben ist, wir haben diese Lipidmembranen mit Röntgenstrahlung untersucht. Und es gibt ein Molekül, das ist das IAPP, heißt das. Das ist so ein
Das ist genau genommen, das ist nicht mal ein Protein, das ist ein Peptid. Das sind 37 Aminosäuren, die es da gibt. Das wird in Ihrer Bauchspeicheldrüse gebildet. Sie brauchen es nämlich, um den Glukosehaushalt in Ihrem Blut richtig hinzukriegen. Allerdings hat das eine unangenehme Eigenschaft. Das hat die unangenehme Eigenschaft, wenn dieses Molekül auf eine Zellwand trifft, und Sie haben viele Zellwände bei sich in Ihrem Körper, dann kann es sein, dass dieses Molekül anfängt zu verklumpen. Dann bilden sich solche Fibrillen, wie man sagt. Und diese Fibrillen, können Sie sagen, gut, dann bilden sich halt Fibrillen, ist doch total egal. Ist es nicht. Man weiß heute ziemlich sicher, dass zum Beispiel für Typ 2 Diabetes diese Fibrillenbildung verantwortlich ist. Also das will man einfach nicht, ja, weil solche Fibrillenbildung mit Krankheiten einhergeht, in der Regel. Wenn das mit Ihren Proteinen passiert, läuft irgendwas nicht gut. Und im Rotwein zum Beispiel finden Sie eine Substanz, Resveratrol. Dieses Resveratrol, wenn wir so eine Zellwand untersuchen, vorher in die Flüssigkeit dieses Resveratrol reingebracht haben, dann das IAPP, dann können wir untersuchen mit Röntgenstrahlung, dass das nicht passiert. Das sehen wir, da können wir sozusagen mit der Röntgenstrahlung direkt zugucken. Das haben wir in dem Projekt getan und herausgefunden, ja, das stimmt. Resveratrol verhindert diese Fibrillenbildung. Das ist jetzt wahrscheinlich eine gute Nachricht für alle Rotweintrinker unter Ihnen. Die schlechte Nachricht ist, das tut leider auch jetzt wieder andere Sachen, die nicht so gut sind. Ja, mal abgesehen vom Alkohol im Rotwein. Sie können ja sagen, gut, dann nehme ich nur diese Substanz. Es ist halt häufiger so, Substanzen, die eine Sache positiv tun, sind in der anderen Sache nicht ganz so positiv. Aber hier sehen Sie jetzt, dass das immerhin aufgeklärt ist. Das kann man schon verstehen, wenn Sie Rotwein trinken, dass sowas auch zumindest verhindert wird. Das gibt Studien, die das auch belegen. Sie dürfen, wie gesagt, Sie dürfen nicht 5 Liter pro Tag trinken. Ja? Insofern ist der molekulare Mechanismus durch solche Röntgenmessungen aufgeklärt. Ich gehe gar nicht genau darauf ein, was wir hier gemessen haben. Und Sie sehen, wie auch hier die Röntgenstrahlung sozusagen für das Leben Informationen liefert, die man dann später sicher verwenden kann, um bei Krankheiten wie Diabetes und anderen Hilfestellung zu leisten. Ja, wir sind wieder bei unseren Nobelpreisen. Ja? Und ich komme jetzt zu diesen Herren, Roderick MacKinnon und Peter Auger. In Chemie haben sie 2003 den Nobelpreis bekommen, nämlich für die Röntgenstrukturbestimmung von Ionenkanälen in Zellmembranen. Zellmembran hatten wir eben. Ich habe Ihnen sie eben deswegen nicht gezeigt, weil sie jetzt noch kommen. Das ist so eine Lipid-Doppelschicht, also Moleküle sind das mit einem Kopf, der Wasser liebt, und einem Schwanz, der weniger Wasser liebt. Und so sehen ihre Zellwände auch aus. Ja, das sind Lipidmembranen und da sind jetzt verschiedene Proteine drin, die für Funktionen sorgen. Und das Wichtigste sind diese sogenannten Kanalproteine. Das sind große Makromoleküle, durch die Ionen rein und raus können aus ihren Zellen, sodass sozusagen da der Stoffwechsel gewährleistet ist. Man wusste allerdings nie, wie sehen die eigentlich aus. Ja? Und mit Röntgenstrahlen kann man genau rauskriegen, dass da ein Loch drin ist und da passt zum Beispiel ein Natriumion durch und ein Kalium eben nicht, weil das etwas größer ist. Und so kann man die Selektivität erklären. Und das haben diese Herren geschafft mit Röntgenstrukturanalysen, die natürlich etwas anspruchsvoller sind als das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. In jahrelanger Kleinarbeit haben die das geschafft. Aber schon kurz nachdem sie das veröffentlicht haben, haben sie den Nobelpreis bekommen. Heute kennen wir eigentlich die Zellwände quasi atomar aufgelöst und wissen eigentlich, wie da das Zusammenspiel der einzelnen Proteine ist mit der Zellwand selber, mit den Proteinen, die hier eingelagert sind. Also wie so eine Zellwand funktioniert, ist relativ gut bekannt, wegen der Röntgenstrukturanalyse. Sie können hier übrigens auch nicht mit dem Mikroskop rein, weil das Zeug ist natürlich verdammt weich. Ja, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, es gibt doch Tunnelmikroskope und sowas, ja, gibt's alles, aber das Zeug ist zu weich. Da kommen Sie einfach nicht richtig gut rein in die Wände. Da müssen Sie eigentlich mit Röntgenstrahlen wirklich draufgehen. Ja, wir haben auch hier selber geforscht in diesem Bereich. Unsere Forschung, ja, das sieht jetzt so aus, als ob wir im Weltall waren, hat aber was damit zu tun. Vielleicht haben Sie vor kurzem gelesen, dass der Jupitermond Europa, ja, der ist ja weit weg, der ist so weit weg, da ist so wenig Sonnenlicht, da ist natürlich die ganze Oberfläche sehr kalt, aber der besteht fast nur aus Wasser. Das weiß man, denn diese Oberfläche ist komplett aus Eis, aus Wassereis geformt und ist bei den tiefen Temperaturen natürlich gefroren. Aber man weiß auch, dass diese Oberfläche hier, das scheint alles Risse zu sein, offensichtlich ist diese Oberfläche nicht starr, sondern die scheint sich zu bewegen.
Daraus schließt man, dass im Inneren dieses Jupitermonds Europa ein flüssiger Ozean sich befindet, mit einem, sagen wir, ungefähr 30 Kilometer dicken Eispanzer, das ist natürlich viel. Und unten haben wir natürlich sowas wie einen Meeresgrund, weil aus der Dichte des gesamten Mondes folgt schon, dass der irgendwie fest sein muss. Aber, ich meine, hier haben Sie flüssiges Wasser. Sie haben übrigens eine Energiequelle, das ist die sogenannte Gezeitenreibung. Da gehe ich jetzt gar nicht drauf an. Es gibt eine Energiequelle, sehr wohl, sodass das Wasser hier flüssig ist. Wasser, Energie, fällt mir ein anderer Planet ein, wo es durchaus zu Leben gekommen ist. Könnte ja, und bei uns ist auf der Erde ist das Leben ja auch im Wasser entstanden. Die Frage ist, kann unter diesen Bedingungen eigentlich Leben entstehen? Und der Parameter, der das entscheidet, ist der Druck. Denn Sie haben hier ja 30 Kilometer Eis drauf. Ja, Sie haben also hier einen riesigen Druck oben auf dem Wasser. Kann Leben unter Hochdruck eigentlich überleben? Können die Moleküle, die Sie eben gesehen haben, die Zellwände zum Beispiel, unter Hochdruck überleben? Das haben wir im Rahmen eines DFG-Projektes untersucht. Die Frau Nase, Postdoktorandin bei uns, im Rahmen einer Forschergruppe, die von der DFG gefördert ist, da geht es überhaupt darum, um Hochdruckuntersuchungen an allen möglichen biologischen Molekülen. Wir haben hier, das ist hier veröffentlicht worden, Membranen untersucht, die unter Druck gesetzt worden sind und uns angeguckt, wie stabil sind die eigentlich. Und die Antwort ist, die sind überhaupt nicht stabil. Es sei denn, und das tut die Natur auch, sie bauen hier spezielle Moleküle ein, die sorgen wieder dafür, dass die Membranen stabil sind. Und wenn Sie sich mal angucken, die Fische in der Tiefsee, Sie finden in ein paar tausend Meter Wassertiefe, wo Sie ja auch schon riesige Drücke haben, finden Sie Leben, finden Sie Fische. Irgendwie muss die Natur das schaffen. Und sie macht es, indem sie andere Substanzen einlagert in diese Zellwände, um die dann zu stabilisieren. Das haben wir auch analysiert und kriegen genau das raus. Wenn man hier große Drücke anwendet, dann liefern uns unsere Röntgenstrahlen die Bilder, die wir dann bekommen, so Bilder, wie ich Ihnen eben gezeigt habe, liefern uns eindeutige Hinweise, dass dann das Leben stabil ist. Wir können so also sagen und auch rauskriegen, wie stabil ist eigentlich das Leben, was wir kennen und unter welchen Bedingungen ist dieses Leben eigentlich tatsächlich möglich. Das ist für die Astrophysik heutzutage eine immens wichtige Information. Ja, wir sind wieder bei unseren Nobelpreisen. Den letzten, den ich Ihnen hier zeigen will, ist 2009 von Ada Jonath, Herrn Ramakrishnan und Herrn Steitz. Die haben die Struktur von Ribosomen aufgeklärt. Das sind nun gigantische Biomoleküle. Das sind die Moleküle, die quasi Proteine herstellen. Die sehen so aus. Ja, das sind, bedenken Sie, das sind wieder diese Alpha-Helices, diese Beta-Faltblätter, die wieder aus einzelnen Aminosäuren, die wieder aus einzelnen Atomen bestehen. Und die konnten wirklich atomar aufgelöst das erste Mal die Struktur eines Ribosomenmoleküls angeben. Da steckt 30 Jahre absolute Kleinarbeit drin. Als ich in Hamburg meine ersten Experimente gemacht habe, 1990 am DESY, da hat eine gewisse Frau Jonath auch mal in einem Vortrag so ihre ersten Experimente gezeigt und da haben alle gelacht. Na ja, gut, Röntgenstrahlung kann viel, aber solche großen Moleküle wird man doch nie lösen können. Ja, gut, der Nobelpreis hat gezeigt, sie konnte. Ja. Und das heißt, alle über 100.000 Moleküle, das sind also noch mal deutlich mehr Atome, alle Orte von diesen Molekülen kennt man. Und da man das kennt, kann man jetzt sich natürlich überlegen, angenommen, ich will hier speziell mit einem Medikament ein Medikament einbringen, dann kann ich hier genau sagen, an welcher Stelle wird das wohl andocken. Das sind allein geometrische Gründe, die dann schon dafür sprechen, dass nur bestimmte Plätze in Frage kommen. Also für die Medikamentenforschung sind diese Informationen unerlässlich. Ja, und ich bin jetzt schon bei der Zukunft. Gucken wir uns doch mal die Zukunft an, dieses Gebietes. Wie sieht die eigentlich aus? Und bei der Zukunft, da gucken wir immer in Science Fiction, in Star Trek. Ich zeige Ihnen mal, wie bei Star Trek die Zukunft aussieht. Und zwar einen kleinen Ausschnitt aus dem vierten Film. Ja, da ist die Enterprise muss in die Vergangenheit zurückreisen, weil sie unbedingt Buckelwale brauchen. Und die sind in der Zukunft ausgestorben. Und um diese Buckelwale dann in die Zukunft mitzunehmen, müssen sie ein Aquarium bauen. Aber ein Aquarium mit normalem Glas, wo sie Buckelwale reinbringen, ist viel zu schwer. Das können sie nicht mitnehmen. Also brauchen sie andere Materialien. Und die Materialien, die sie brauchen, werden sie jetzt gleich mal sehen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt. Naja, ich habe das übrigens mal nachgerechnet. Das stimmt auch. Tatsächlich, sie brauchen 6 Zoll Dicke, um dann so viel Wasser, wirklich wie da genannt wird, sozusagen einzusperren, damit ihnen die Wände nicht brechen. Und wenn man das auf 1 Zoll reduzieren will, dann muss man ein Material finden,
was bei der gleichen Dichte, man will ja nicht schwerer werden, man will ja viel leichter werden, ungefähr den sechsfachen Elastizitäts-, den 6 hoch 3-fachen Elastizitätsmodul hat. Ja, und da wird gesagt, das ist transparentes Aluminium. Das ist also offenbar ein Material aus dem 22. Jahrhundert. Ich kann Ihnen sagen, schon längst erfunden. Im Fraunhofer Institut für Keramische Technologien hat man schon im Jahr 2002 ein Material mit exakt diesen Spezifikationen, die da genannt werden bei Star Trek, ja, fürs 22. Jahrhundert, angegeben. Das ist ein spezielles Aluminiumoxid. Auch hier kommt es auf die genaue atomare Struktur an, die diese Eigenschaften liefert, dass sie genau diese Festigkeit auch hat. Gut, es ist transparent, das ist so ein bisschen milchig, das ließ sich nicht vermeiden. Hat sich noch nicht als Werkstoff durchgesetzt, weil das Zeug sehr, sehr teuer ist. Es ist nur für spezielle Anwendungen wirklich brauchbar. Ja, aber man muss sagen, das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, eigentlich ist es verwunderlich, dass die im 23. Jahrhundert immer noch transparentes Aluminium verwenden. Ja? Denn das, was wir über Materialien rausfinden, wird dazu führen, dass die Materialien, die uns in 50 Jahren umgeben, sind ganz andere als die, die uns heute umgeben. Gehen Sie mal, oder gehen Sie mal 100 Jahre zurück, da hat es noch nicht mal Plastik gegeben. Oder gerade soeben Plastik gegeben. Ja? Oder Silizium war damals irgendwas für die Sandkiste, basieren heute unsere ganzen Computer drauf. Also Sie können sicher sein, die Materialien in der Zukunft werden ganz andere sein. Und das deswegen, weil wir die atomare Struktur kennen und heutzutage sowas gezielt machen können. Wir im Ruhrgebiet, unsere drei großen Universitäten, die Universität Duisburg-Essen, die Ruhr-Universität und die Technische Universität Dortmund, wir haben einen Schwerpunkt in dem Bereich, den wir Materials Chain nennen. Da geht es genau um Materialentwicklung. Viele Projekte, die wir da drin haben, das sind Sonderforschungsbereiche, die von der DFG gefördert werden. Da geht es darum, Materialien so zusammenzukochen von ihrer atomaren Struktur, um deren Eigenschaften dann später zu prognostizieren, um sie gezielt zusammenzusetzen und nicht wie die Alchemisten, was wir heute doch mehr oder weniger tun, mal so zusammenkochen und dann gucken, was kommt denn am Ende raus. Und das wird natürlich auch mit Computern getan. Also heute geht da die theoretische Modellierung und die Untersuchung mit Röntgenstrahlung zum Beispiel Hand in Hand. Ja, warum brauchen wir jetzt noch intensivere Röntgenquellen? Denn es gibt Röntgenlaser, haben Sie vielleicht schon gehört. Und mit diesen Röntgenlasern können wir noch mal 1 Milliardenmal mehr Intensität erzeugen. Röntgenintensität. Wozu brauchen wir das denn? Ja, ist das nicht irgendwann mal genug Röntgenstrahlung, genug Röntgenintensität? Die Antwort lautet, naja, nein, denn man hat ein großes Problem noch vor der Brust. Ja, ich zeige Ihnen mal, was der größte Röntgenlaser der Welt ist und der auch im nächsten Jahr die erste Röntgenstrahlung liefern wird. Das ist ein 3,3 Kilometer langer Tunnel, in dem Elektronen auf einer geraden Rennstrecke sozusagen beschleunigt werden und dann hier am Ende ihre Röntgenstrahlung abgeben. Und das ist dann Laser, Röntgenlaserstrahlung. Die hat nochmal ganz spezielle Eigenschaften. Nicht nur, dass sie extrem intensiv ist, sondern sie hat auch noch andere Eigenschaften, nämlich die Eigenschaften, die Laserstrahlung in der Regel hat. Dieser 3,3 Kilometer lange Laser kostet ungefähr 1,2 Milliarden Euro. Hat auch deswegen eine entsprechend lange Bauzeit gehabt. Aber wir können Sie fragen stellen, ja, wozu braucht man das? Ja? Haben wir denn nicht schon genug Röntgenstrahlung? Die Antwort lautet nein. Denn ein Problem ist immer noch offen. Man würde gerne das Röntgenbild von einem einzigen Molekül aufnehmen können. Und nicht immer von einem Kristall. Wir können nur dann ein Röntgenbild der atomaren Struktur bekommen, wenn wir ein Kristall haben, weil diese vielen Atome, die dann auf definierten Plätzen sitzen, sozusagen die Strahlung verstärken. Und nur dann können wir wirklich die Struktur bestimmen. Es ist aber so, gerade in der Biologie lassen sich auch viele Moleküle nicht kristallisieren. Da können Sie machen, was Sie wollen. Das ist bisher nicht gelungen, die in den Kristall zu zwängen. Es sind ohnehin bisher nur 10% aller wichtigen Biomoleküle kristallisiert worden. Die restlichen 90%, von denen kennen wir einfach die Struktur nicht. Das heißt also, das ist die große Vision, dass wir ein einziges Molekül haben, von dem wir dann die Struktur aufnehmen können. Und dazu brauchen wir eben noch mal viel mehr Power, weil wir jetzt nicht die ganzen anderen Moleküle haben, die mithelfen, das Bild aufzubauen, also diese Punkte da aufzubauen. Ja, und das geht dann so, hier kommt die Röntgenstrahlung an und dann fallen einzelne Moleküle auf die, sozusagen durch den Röntgenstrahl, werden so abgebildet, wie ich Ihnen das gezeigt habe. Allerdings weiß man nicht, in welcher Richtung die ankommen. Die sind ja nicht orientiert. Man kann dann aber aus den verschiedenen Bildern, die man aufgenommen hat, dreidimensional die Struktur rekonstruieren. Das ist blanke Theorie. Das ist der Plan. Theoretiker sind da immer ein bisschen weiter vorne weg, weil sie sich nicht mit experimentellen Randbedingungen rumschlagen müssen. Ja.
Das heißt, theoretisch sollte das alles klappen. Das ist also berechnet, dass da sozusagen der Röntgenblitz ankommt, zack, trifft auf das Molekül, liefert seine Information ab. Das Molekül ist danach übrigens hin, aber das ist egal, wenn die Information vorher abgeliefert wurde. Ja. Und dann kann man aus diesen verschiedenen sozusagen Orientierungen des Moleküls rückrechnen, wie die atomare Struktur aussieht. Das ist der Plan für diese Röntgenlaser und deswegen baut man die Dinger. Übrigens gibt es auf der Welt schon in den USA einen, der gut funktioniert, an der Linear Coherent Light Source, am Stanford Linear Accelerator. Und da wurde das ein wissenschaftliches Highlight im Jahr 2012 produziert, Breakthrough of the Year. Da hat man nämlich von einem Protein, was im Wesentlichen verantwortlich für Malaria ist, die Struktur bestimmen können. Und man hatte in diesem Fall noch nicht von einzelnen Atomen, aber dieses Mal von Kristallen, die nur noch Nanometer groß sind. Das sind nur noch wenige Atome. Ja, Einzelmoleküle geht da auch noch nicht, aber die Kristalle werden immer kleiner. Und wenn die Kristalle immer kleiner werden, dann gibt es immer mehr Substanzen, die man untersuchen kann. Auch hier das gleiche Spiel. Man hat diese Nanokristalle durch den Röntgenstrahl geschossen, hat mit dem Röntgenstrahl diese Bilder aufgenommen und dann daraus die Struktur dieses Malaria-Proteins rekonstruiert. Das ist sozusagen im Augenblick der Stand der Forschung. Man würde jetzt natürlich gerne noch mehr, nämlich der absolute Traum ist, molekulare Filme aufzunehmen. Das heißt also zu sehen, wie die Chemie in Echtzeit, hätte ich fast gesagt, abläuft. Das Problem dabei ist nur, Echtzeit heißt in der Chemie verdammt schnell. Echtzeit heißt in der Chemie, Sie müssen gucken auf einer Zeitskala, die eine Millionstel, Milliardstel Sekunde ist. Also ein Millionstel von einer Milliardstel Sekunde. So schnell müssen Sie eine Kamera sozusagen bauen, die so schnell Bilder aufnehmen kann. Ja, auf einer, wie der Physiker sagt, Femtosekunden-Skala. Im Augenblick läuft Chemie bei uns so ab. Wir kippen zwei Substanzen zusammen und gucken uns am Ende an, was rauskommt. Weil in diese Femtosekunden kommen wir nicht rein. Ja, das wäre so, als wenn Sie zum Fußballspiel gehen. Die beiden Mannschaften laufen auf. Ja, und am Ende teilt man Ihnen das Ergebnis mit. Ja, mit diesen Röntgenlasern wollen wir das Spiel sehen. So können Sie sich das vorstellen. Wir wollen das Spiel sehen. Wir wollen sehen, wie kommt es eigentlich zu dem Ergebnis. So ein Spiel kann ja ganz interessant sein. Manchmal will man nur das Ergebnis haben. Aber so ein Spiel ist ja, ja, also wir wollen jetzt nicht mitzittern, aber wir wollen sehen, wie es zu dem Produkt kommt. Und deswegen braucht man bei den Röntgenlasern nicht nur die hohe Intensität, sondern diese Röntgenlaser haben Pulslängen von Femtosekunden. Das heißt, da kommt das Licht immer im Abstand von einer Femtosekunde, sodass man genau solche Filme aufnehmen kann. Das ist die Vision. Auch noch nicht gelungen. Dann, wenn man das nämlich könnte, dann könnte man sozusagen wirklich von Grund auf erklären, wie die Chemie abläuft. Ja, man drückt aufs Knöpfchen und kann dann wirklich sehen vor unseren Augen, wie die Chemie abläuft. Das ist die Vision. Eine Vision, die sicherlich in den nächsten 10 bis 20 Jahren für viele, viele chemische Reaktionen Wirklichkeit werden wird mit diesen neuen Maschinen. Wir in Dortmund sind gemeinsam mit Bochum. Bochum ist die Sprecherhochschule für ein Exzellenzcluster. RESOLVE heißt das, Ruhr Explores Solvation. Da geht es eigentlich genau darum, wie lösen sich Stoffe? Und zwar nicht nur, wie sieht das Endprodukt aus, sondern wie sieht dieser Lösungsvorgang eines Salzes wirklich zeitaufgelöst aus? Und auch das untersuchen wir mit Röntgenstrahlen. Und auch da hoffen wir, mit diesen neuen Quellen wirklich wesentliche Beiträge in der Zukunft leisten zu können. Das ist ein sehr großes Projekt, was von der DFG im Rahmen der Exzellenzinitiative gefördert wird. Wir sind da mit verschiedenen Projekten vertreten, um genau diese atomare Auflösung auf der Zeitskala der Moleküle zu liefern. Ja, zum Abschluss möchte ich Ihnen eine Sache noch zeigen. Röntgenstrahlung ist sogar dazu geeignet, nationale Katastrophen zu verhindern, beziehungsweise in Gutes zu verwandeln. Die Schweiz ist vor ein paar Jahren in eine Katastrophe geschlittert. Ja, und zwar ist Folgendes passiert. Man hat festgestellt, dass im Schweizer Käse immer weniger Löcher sind. Ja? Man hat weiterhin festgestellt, dass der Verbraucher die Löcher sehen will. Schweizer Käse ohne Löcher nimmt der Verbraucher nicht an. Ja? Und man hat sich die Frage, warum sind da keine Löcher mehr im Schweizer Käse? Ja, wo sind die Löcher hin? Das Problem hat man dann herausgefunden, woran das liegt. Ja? Und man hat mit Röntgenstrahlen es geschafft, eine Lösung zu finden. Hören Sie mal zu. Aber auch der Vermahlungsgrad entscheidend. Ich meine, das müssen Sie sich mal vorstellen.
Ja, die Löcher entstehen nämlich da, wo so ein bisschen eine Verunreinigung sich in der Milch befindet. Und man hat nicht bedacht, dass wenn man die Reinheitsanforderungen an die Milch sind über die Jahre immer weiter gestiegen. Das heißt, es durften immer weniger Partikel in der Milch sein. Und in der Zwischenzeit ist die Schweizer Milch muss so rein sein, dass da gar keine Partikel mehr drin sind. Ja, und was tut man? Man nimmt jetzt die Milch und schmeißt jetzt gezielt Dreck rein, ja, damit man wieder Löcher hat. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Ja, und das untersucht man mit dem Computertomographen. Jetzt kann man gezielt einstellen, ja, schöne Löcher, eine bestimmte Anzahl, können Sie ganz gezielt, ja, das hat man systematisch mit Röntgenstrahlen untersucht und damit hat man die Schweiz gerettet. Hier sehen Sie, dass je nachdem, wie viel Dreck man da reintut, kriegen Sie mehr oder weniger Löcher. Sie sehen, mit Röntgenstrahlen kann man alles, ja, da können Sie sogar solche Katastrophen verhindern, da können Sie Sachen sichtbar machen, von denen Sie noch nicht mal gedacht hätten, dass es sie überhaupt gibt, ja, und deswegen möchte ich damit mit der Verhinderung dieser Katastrophe auch wirklich schließen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus